Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Pickup-Folge hier auf Old Metalhead Gaming. Und ganz am Ende gibt es einen Teil, das habt wahrscheinlich auch ihr nicht, außer der eine, der es mir geschickt hat. Da werde ich am Ende ganz explizit drauf eingehen. Aber auf geht die Reise, viel Spaß mit Pickup of Doom Part 4. Los geht es mit Solaris für den Atari VCS 2600 von Doug Neubauer und das ist wahrscheinlich das technisch beeindruckendste Spiel für diese betagte Hardware. Ursprünglich hatte man wohl vor, das Game zum 1984er Sci-Fi-Klassiker The Last Starfighter zu veröffentlichen. Hätte auch gepasst, denn wir haben es hier mit einem actiongeladenen Space-Shooter der kreativeren Sorte zu tun. Wir müssen insgesamt 16 Quadranten a 48 Sektoren befreien, die über eine Art taktische Warp-Map verbunden sind. Megaforce für den Atari VCS 2600 kam damals korrespondierend zum gleichnamigen Film von Hal Needham raus. Den kennt man hauptsächlich von seinen Burt Reynolds-Kollaborationen wie Auf dem Highway ist die Hölle los und Ein ausgekochtes Schlitzohr. Megaforce, ein super spaßiger Thrasher, der auch schon seinen Weg zu Schläferz fand. Hier sind wir im fliegenden Wechsel per Motorrad oder Boot unterwegs und ballern auf alles, was uns vor die Flinte kommt. Kann man mal machen. John Sinclair Evil Attacks für den PC, geiles Franchise, fette Big Box, cooler Name, absolut beschissenes Spiel. Als großer Fan der John Sinclair Hörspiele, ob nun Tonstudio Braun oder Bastei Lübbe, ist mir dieses Ding bei eBay untergekommen. Günstig geschossen, installiert, Augenkrebs bekommen, ausgemacht. Ein Point-and-Click-Adventure, das bisweilen an Riven erinnert, aber überhaupt keinen Bock bringt und ähnlich versagt wie die damalige Fernsehserie, die lief, glaube ich, auf Sat.1. Scheißegal, die Box stelle ich mir trotzdem ins Regal. Muss man haben, Panzer Dragoon für den Sega Saturn, aufgrund des Soundtracks ein super relaxter Rail-Shooter, in dem wir auf einem Drachen reiten, vorgegebene Flugrouten abfliegen und alles Mögliche abballern. Fühlt sich ein bisschen an wie Shadow of the Colossus, weil ich hier auch nie genau wusste, warum ich das alles abzuballern habe. Absoluter Pflichttitel für Saturn-Besitzer. Ähnlich geil geht es weiter, The Story of Thor 2 für den Sega Saturn, Nachfolger zum legendären Spiel The Story of Thor auf dem Sega Mega Drive. International bekannt als Legend of Oasis, prügel- und magielastiges Action-Adventure, das auch heute noch optisch sehr schön aussieht. Was das ganze Ding allerdings mit Thor zu tun haben soll, keine Ahnung. Sieht eher alles aus wie beim Prince of Persia. Saturn-Pflichttitel, aber auch nicht mehr ganz billig. Ein PlayStation 1-Titel hat es auch in mein Regal geschafft. Life Force Tanker oder auch Codename Tanker oder auch nur als Tanker von Psygnosis bekannt. Einem kultigen Entwickler, der schon zu C64 Amiga-Zeiten am Start war. Fetter Singleplayer-First-Person-Shooter, in dem wir einen sinistren Großkonzern zur Strecke bringen müssen. Gute deutsche Sprachausgabe, wird Doom aber nicht vom Thron schubsen. Musste ich unbedingt haben, Activision Anthology für die PlayStation 2, eine richtig fette Compilation mit über 45 Titeln, die man vom Atari VCS 2600 kennt. Der mit einem kleinen, aber wohlklingenden 80s Soundtrack mit Tracks von Soft Cell oder Twisted Sister daherkommt, den man aber natürlich auch abschalten kann. Da ich immer noch kein Hero-Modul zu einem vernünftigen Kurs bekommen habe, kann ich diesen genialen Titel trotzdem zocken und das sogar mit Analogstick. Das Ding gehört in jedes gut sortierte Ego-Shooter-Regal für die PlayStation 2 Half-Life. Der etwas intelligentere Ballertitel aus dem Hause Valve spielt sich auch heute noch hervorragend griffig und schnell mit einem etwas anderen bzw. untypischen wortkargen Hauptakteur Gordon Freeman. Auch hier ein Pflichttitel für Genre-Fans, auch wenn ich oft mal nicht wusste, wie es weitergeht. Judge Dredd vs. Death musste sein, da ist er in ganz groß, der gute Judge Dredd. Und was richtig geil daherkommt, ist diese Silberfolienprägung auf dem Cover, das sieht richtig nice aus. Hab hier echt mit einer Lizenzgurke gerechnet, wurde aber eines Besseren belehrt. Ein cooles Ego-Abenteuer in Mega City One und Hauptakteur Dredd hat sogar Stallones damalige Synchronstimme von Thomas Danneberg spendiert bekommen. Der gleichnamige Film war zwar nicht so pralle, aber die 2012er Adaption mit Carl Urban killt wie heiße Projektile aus dem Lawgiver. Das musste ich mir dann auch riesengroß unter die Haut jauchen lassen. Die Prince of Persia Trilogie für die PlayStation 2 gibt es glaube ich auch für die PlayStation 3. War ich natürlich durch The Lost Crown, also der neue Titel für die PlayStation 5, total angefixt. Und dann musste auch dieser Dreiteiler wieder in mein Regal. Für PS2-Verhältnisse schon ein damaliges Highlight. Inklusive The Two Thrones, Warrior Within,
und meinem Lieblingsteil in diesem Reigen, The Sands of Time. Kloppen, parkouren und wenn was in die Hose geht, praktisch die Zeit um ein paar Sekunden zurückdrehen. Das kann sich auch heute noch sehen lassen, auch wenn die Kamera ein bisschen bockt. Ein Doom-Titel muss natürlich dabei sein in Pickup of Doom und diesmal haben wir Doom 3, Doom 3 Resurrection of Evil. Ziemlich geiler Titel, wie ich finde. Also was heißt Titel? Name natürlich. Ein Standalone Expansion Pack basierend auf Doom 3. Kann man also auch ohne das Original Doom 3 spielen, das ich eh nicht so prickelnd fand. Aber hier geht gleich die Post ab. 12 neue Kampagnenlevel, neue Feinde, massig Multiplayer-Maps und eine Art Half-Life Gravity Gun, der sogenannte Grabber, lassen dieses Add-on besser sein als sein Hauptspiel. Und Ultimate Doom, Doom 2 und die Master-Levels sind auch noch mit drauf. Was will man mehr? Ich, Prince of Persia, hier mir ein weiter. Wir haben hier Prince of Persia, die vergessene Zeit. Einer der anspruchsvolleren und besseren Titel in meiner Wii-Sammlung. Nun gut, für mich sind alle Wii-Titel aufgrund der Steuerung anspruchsvoll. Aber dieser geht auch Grobmotorikern wie mir geschmeidig von der Hand und man klettert und kloppt sich durch einen sandigen Anakin Skywalker-Albtraum. Nettes Gimmick ist, dass man nach ca. 5 Minuten Spielzeit das 1992er Prince of Persia, ich meine vom Mac war das, freischalten kann. Allein das schon. Für den Dreamcast ist natürlich auch was dabei, Fighting Force 2. Die Fighting Force Serie kenne ich nur von der PlayStation 1, habe ich auch nur dort gespielt und nun habe ich diesen Titel nochmal nachgeholt. Also dieses Ding für einen schmalen Taler bei eBay gezogen, aber obwohl Core Design für dieses schludrige Machwerk verantwortlich ist, zieht einem Fighting Force 2 nicht die Butter vom Brot und reizt den Dreamcast zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise aus. Sega Dreamcast, Millennium Soldier, vorne rein, hinten raus, Trigger drücken, Birne aus. Ein extrem stumpfer, wenn auch richtig spaßiger Dauerfeuer-Action-Shooter und eines der besseren Games aus dem Hause Rage. Mir hat Expendable, wie der Titel wohl international heißt, sogar mehr Spaß gemacht als Contra Legacy of War, was schon was heißen soll. Außerdem auch heute noch recht günstig. Jet Set Radio, ebenfalls für Segas letzte Konsole, damals rauf und runter gezockt und auch gefühlt ein absoluter Meilenstein gewesen. Ein Hybrid aus Inline-Skating und Graffiti-Sprühen mit, wie gesagt, damaliger cooler Optik und einem originellen Soundtrack. Beides war in Real, also Inlinern und Spray nie so mein Ding, virtuell ging's dann aber. Aus heutiger Sicht nicht ganz so prickelnd gealtert. Da hat meine Erinnerung mehr gewollt, als das Game zu bieten hat. Action-RPGs sind ja nun gar nicht meine Baustelle. Und dann kam Record of Lodoss War. Und das Ding hat mir extremst Bock gebracht. Und was heißt das jetzt? Ist das nun ein scheiß RPG, weil ich das gut finde? Oder leide ich hier ausnahmsweise mal an Geschmacksverirrung? Ein Diablo-Klon, den Dreamcast-Jünger ruhig mal auschecken können. Wenn man was kritisieren möchte, dann ist das der elendig lange dauernde Speichervorgang. Letzter Dreamcast-Titel, Soul Fighter, ein Stumpf-Brawler der Marke Medieval Fighting Force. Indem man in semi-schlauchigen Level-Arealen diverse Gegnertypen niederprügelt. Allerdings ist das Move- bzw. Attackenrepertoire äußerst überschaubar und die super störrische Kamera raubt einem nahezu jeden Spielspaß. Schade, hatte ich besser in Erinnerung. Oder das Ding ist einfach brutal schlecht gealtert. So ein bisschen GameCube haben wir auch. Aggressive Inline kam damals im Fahrwasser von den ganzen Tony Hawk Titeln daher. Hat aber nie die Klasse der ersten beiden Teile erreichen können. Hatte trotzdem seinen Charme, obwohl Inlinern ja ziemlich uncool ist im Vergleich zum traditionellen Skateboarding. Kann man spielen, muss man aber nicht. Dann haben wir noch Bloody Roar, Primal Fury. Ganz ehrlich, von dem Ding habe ich noch nie was in meinem Leben gehört. Musste ich aber haben. Dann irgendwann bei eBay entdeckt und aus reiner Neugierde gekauft. War ja auch schon der Vorgänger auf der PS1, eines der wenigen Kampfspiele ist, das mir gefällt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Spielt sich super intuitiv und das Feature, dass man sich in irgendwelche tierähnlichen Gestalten verwandeln kann, fühlt sich an wie damals. Macht richtig Laune das Teil. Ohne Plan gekauft und nicht bereut. Ein bisschen sperriger Titel. Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Damals Day One gekauft, nicht geschnallt, wieder verkauft. Was aus heutiger Sicht schade ist, denn somit ist mir damals ein extrem rätsellastiges Survival-Abenteuer aus dem Hause Silicon Knights entgangen. Die kennt man noch von Blood Omen, Legacy of Kain oder Metal Gear Solid, The Twin Snake. Ein richtig spannendes Kriminalabenteuer mit mystischen und übernatürlichen Elementen, das sich über mehrere Zeitebenen erstreckt und in denen diverse unterschiedliche Charaktere spielbar sind. Ich habe ja keine Ahnung, aber Azuras Wrath von Capcom ist ein spielbarer Klopp-Anime der Deluxe-Klasse. Spielerisch eher stumpf bis limitiert, macht die japanophile mit Quicktime-Events vollgeproppte Prügelei, aber durchaus kurzweilige Laune.
Denn Azuras Wrath kommt mit einer Spielzeit von gerade mal 6 Stunden daher, wartet aber am Ende mit einem fulminanten Bossfight auf, den man gesehen haben sollte. Wenig Spiel, viel Story. Eigentlich bin ich ja nicht so der Manga-Typ, aber das hier konnte man gut wegkonsumieren. Eine stumpfe Schießbude, mit der ich damals auf der PlayStation 3 viel Spaß hatte, Legendary, irgendwie abhanden gekommen, nochmal wiedergeholt. Trotz des unsympathischen Hauptcharakters nochmal für kleines Geld nachgekauft. Leider ist das Ding optisch und spielerisch sehr schlecht gealtert und macht heute nahezu gar keine Laune mehr. Eigentlich schade, weil damals ging ja ordentlich die Post ab. Bei dem Ding weiß ich nicht genau, ob ich es euch zeigen soll, weil ich werde es wahrscheinlich noch in einem Video verwarzen. Von daher zeige ich es einfach nur kurz. Alice Madness Returns für die PlayStation 3. Gekauft und durchgezockt, das passiert mir bei PS3 Games heute in der Regel auch nicht mehr so. Nicht mehr ganz billig, aber definitiv ein PlayStation 3 Pflichttitel, also damit muss ich unbedingt nochmal was machen. Das Ding in hier, Binary Domain für die PlayStation 3, gehört bei mir in die Kategorie durchgezockt, aber durchgequält. Dann damals auch sofort wieder verkauft. In letzter Zeit kamen mir aber immer wieder positive Reviews oder Meinungen unter, die das Teil echt mochten. Also nochmal zurückgekauft, um zu checken, ob ich doof bin oder einfach damals nicht in der richtigen Stimmung war. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass beides zutrifft. Binary Domain ist ein solider Gears of War Resker Third-Person-Shooter, der lediglich unter seinem generischen iRobot-Gegner-Design leidet. Es Prince und Persia hier weiter. Prince of Persia für die PlayStation 3. Also das Ding ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Jetzt nochmal im hohen Alter nachgeholt. In den ersten paar Minuten wird man auch sofort mit an die 7 Trophäen belohnt, falls sowas für euch relevant ist. Der Prince wurde erstklassig von Matt Damons deutscher Stimme Simon Jäger synchronisiert und der Look ist für die Serie ungewohnt. Leicht cel-shadig, aber mir gefällt's. Was in Sands of Time der Zeitdolch ist, ist hier unser KI-Sidekick Elika, die uns nach einem vermasselten Manöver zurück ins Spiel holt. Definitiv ein cooles Game. Habe ich damals komplett auf der Xbox 360 gespielt, nämlich Stranglehold oder besser gesagt John Woo's Stranglehold. Gefühlt hat das aber auf der Xbox nicht so geruckelt wie auf der PlayStation 3. Als großer Fan der Hongkong John Woo Filme wie die A Better Tomorrow Trilogie, Bullet in the Head oder auch The Killer ist dieses Game natürlich selbstredend ein Pflichttitel, da man in die Haupt vom obercoolen Officer Tequila schlüpft, grandios verkörpert von Shou Yun-Fat, ein Stylo Heroic Bloodshed Shooter vor dem Herrn, der in der Collector's Edition mit John Woos Meisterwerk Hardboiled daherkommt. Warum ich mir das geholt habe, ist wahrscheinlich klar. Perfect Dark Zero für die Xbox 360, ein hochglanzpolierter Nachfolger zum N64-Vorgänger Perfect Dark. Vom damaligen Kultentwickler Rare, der spielerisch nicht wirklich zu überzeugen weiß. Zwar sind wir wieder als Joanna Dark mit allerlei Schießprügeln unterwegs, aber das Missionsdesign weiß nicht zu überzeugen. Keine Ahnung warum, aber irgendwie fühlte ich mich ständig an James Bond GoldenEye Reloaded erinnert. Damaliges Highlight war wohl eher der Multiplayer-Modus. Den habe ich aber nie gespielt. Damals im Zuge meines Markus Siebolds Video gekauft. Pineview Drive für die PlayStation 4. Wie gesagt, schnell gekauft und schnell bereut. Ein viel zu dunkler Survival-Horror-Trip, bei dem man die Y-Achse nicht invertieren kann. Somit ist das Game für mich nahezu unspielbar. Atmosphärisch ist es trotzdem. Ohne Sieboldsche Beteiligung hätte ich es mir aber nie gekauft. Player Unknowns Battlegrounds, wahrscheinlich eher bekannt als PUBG oder so ähnlich. Wie ihr seht oder kann man sehen, noch eingeschweißt. Ich habe keine Ahnung, ey. Gab es für einen ganz kleinen Taler, wollte ich mal mit meinem Kumpel Mark the Man spielen, aber noch nicht zugekommen. Das Teil habe ich damals platiniert, heißt eigentlich nichts anderes als so schwierig kann es nicht sein. The Order 1886, ein ziemlich linearer Third-Person-Shooter, den man spielen kann, aber nicht muss. Keine Ahnung, irgendwie das Ding verliehen und nie wiedergekriegt. Auf jeden Fall habe ich es hier nicht wiedergefunden. Also nochmal billig nachgekauft. Cooler, aber kurzer Eye-Candy-Titel. Sherlock Holmes, meinetwegen auch Jules Verne-Setting, trifft auf Gears of War-Spielmechanik, garniert mit einer Prise Werwolf-Mythologie, einspielbarer Actionfilm. Musste natürlich sein. Hollow Knight für den Nintendo Switch. Hollow Knight, uiuiui. Metroidvania, super knuffig, super schwierig. Brutale Rücksetzpunkte, grandioser Style. Ist es zu stark, bin ich zu schwach, aber ich kämpfe noch. Ein letzter Funke Überlebenswille glimmt noch in meinen atrösen Händen. Das ist eher was für Bezwinger von Ishin, Kos und dem Puppenkönig. Für die ganz harten Motherfucker sozusagen. Ich habe es wieder getan und ich kann es anscheinend auch nicht lassen. Anscheinend bin ich sowas wie sadomasochistisch veranlagt. Ich habe mir
Halo Infinite für die Xbox One X gezogen. Wer mein Video Top 5 Blockbuster Videogames, die ich richtig scheiße finde, kennt, der weiß, dass ich mit der Halo-Reihe nie richtig warm geworden bin. Daran wird auch Halo Infinite nichts ändern. Aber kurzweilig unterhalten hat es mich doch. Master Chief hat die deutsche Stimme von Thomas Jane, sieht sehr gut aus, scheiß Gegnerdesign. Irgendwie im Internet hat irgendeiner gesagt, das Ding hier, State of Decay 2 für die Xbox One, sei eine Mischung aus The Walking Dead, also ich bin schon großer Walking Dead Fan der Serie, und Days Gone, beides Sachen, mit denen ich was anfangen kann, und die Brücke dazwischen soll halt State of Decay 2 schlagen. Ein Xbox-exklusives Zombie-Open-World-Abenteuer. Das Metzeln ist schön, splatterig, brutal, die ganze Szenerie ordentlich apokalypsisch, endzeitlich. Was mich ein bisschen stört, ist der extreme Fokus auf Ressourcen sammeln, Basen ausbauen etc. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit in den Titel investieren, da ich einfach auf dieses Setting stehe. Zwischendurch gibt es ja auch mal einen Sporttitel hier, in diesem Falle Steep für die Xbox One. Ein spaßiger, aber auch extrem umfangreicher Open World Wintersporttitel, der Disziplinen wie Snowboarding, Skifahren, Wingsuit und Paragliding vereint. Tony Hawk im Schnee sozusagen. Das Game erlangte traurige Berühmtheit, weil eine schwedische Freeriderin bei den Dreharbeiten für das Spiel im Juli 2016 bei einem Lawinenabgang in den chilenischen Anden ums Leben kam. Kommen wir nun zum absoluten Highlight, und da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich komme irgendwann nach Hause, steht wieder ein Paket vor der Tür. Sagte mir alles nichts, also Absender etc. Meine Frau war schon wieder am Schimpfen, du weißt auch schon gar nicht mehr, was du bestellst, alles da. Und ich wusste es auch wirklich nicht mehr. Manchmal hat man das ja, irgendwas kommt noch von Super Rare Games, Limited Run Games, wie heißen sie da alle? Jetzt habe ich irgendeinen vergessen, Strictly Limited. Und man hatte schon gar nicht mehr auf dem Zettel, dass man den Krams bestellt hatte. Aber in diesem Falle konnte ich mit dem Absender nichts anfangen. Pack das Ding hin aus und da drinne ist ein nagelneues SNES-Game, Dottie Flowers. Ich so, hey, Alter, wie bescheuert bist du eigentlich? Wo hast du das denn bestellt? Oder wahrscheinlich sonnabends mit ein paar Bier drinnen auf der Couch bestellt und dann komplett vergessen. Aber nein, es kommt viel besser. Der gute Matthias, also auch ein Zuseher hier auf meinem Kanal, Wanderer5446, heißt er sozusagen, wenn er mal hier was kommentiert, der hat das selber programmiert. Alter, wie krass ist das bitte? Also ich schäme mich jetzt schon wieder, weißt du? Ich sitze hier auf meinem Sessel, sabbel über Videogames. Gut, ich behaupte ja nicht von mir, dass ich wunders was für eine Ahnung hätte, aber da draußen sind Leute, die programmieren sowas selber. Also wie geil ist das bitte? Eins muss ich schon mal vorweg sagen. Es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, an das Game ranzukommen. Er hatte damals eine Demo veröffentlicht, die man durchspielen musste. Und am Ende gab es dann einen Hinweis darauf, wie man an dieses Spiel rankommen können würde. Das Datum ist allerdings leider schon abgelaufen, weil ich mal wieder völlig hinterherhänge. In einem kurzen Intro im Anime-Style wird uns mittels drei Textbildschirmen die kurze Story präsentiert. Wir haben es mit außerirdischen Invasoren zu tun und uns obliegt es nun, unsere Heimat, genauer gesagt Köln, von diesen zu befreien. Kein unnötiger Informationsballast und aufgeblähter Story-Brimbamborium. Genau nach meinem Geschmack. Wir sind dann erstmal in Persona von Dottie, einem kleinen hexenähnlichen Mädchen mit Zauberhut, auf einer Zelda-Restenkarte unterwegs, auf der wir mit allerlei Objekten und Charakteren interagieren können. Zum Teil erhalten wir nützliche Tipps für den Spielablauf oder ein paar nerdige Easter Eggs. Begegnen wir auf der Map einem Alien-Sprite, können wir über diesen ein Level betreten. In diesen Jump-and-Runnen wir uns durch abwechslungsreiche lineare Gebiete, sammeln Steine auf und shooten uns Turrican-like durch das aggressive Gegnervolk. Dieses reicht von diversen Roboter-, Mech-Metal-Cyborg-Feinden über tierische Opponenten wie Bienen bis hin zu auf- und abfahrende Periskop-Augen, die todbringende rosa Projektile verschießen. Jedes Levelende wird natürlich genre-like von einem gigantischen Boss bewacht. Haben wir diesen niedergerungen, gelangen wir zurück auf die Map und können zum nächsten Level wandern. Der erste Boss erinnert dann auch gleich an die aus Turrican bekannte Metallfaust Gauntlet. Herrlich. Und bei einem sich über mehrere Phasen erstreckenden Periskop-Boss, Turrican lässt wieder grüßen, habe ich mir fast beide Daumen gebrochen. Der Schwierigkeitsgrad ist herausfordernd, aber nicht unfair. Und glücklicherweise sind innerhalb der Level moderat Extraherzen verteilt, von denen wir anfänglich drei mit uns führen können und jeweils eines für einen Treffer einbüßen. Also drei Hits gleich Feierabend.
Rücksetzpunkte scheint es pro Level nur 2 zu geben. Das reicht aber auch für nicht ganz so geskillte Player wie mich aus. An geskripteten Stellen im Spielablauf erhalten wir Metroidvania-artig von kleinen, knuffigen, vorbeischwebenden, niedlichen Feengestalten neue Zusatzfähigkeiten. Für unseren martialischen Hexenwesen wie zum Beispiel unterschiedliche Schussvariationen, einen Gleitsprung oder eine Bohrattacke, um stärkeres Gemäuer zu durchbrechen. Alles in allem ist Dottie Flowers eine gelungene Hommage, eine Huldigung, ein Tribut an glorreiche 8- und 16-Bit-Zeiten. Zitiert an allen Ecken und Enden liebgewonnene Genrevertreter nach Trendscher Machart wie The Great Gianna Sisters oder eben Turrican. Und dass Matthias dieses Spiel als One-Man-Army auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert und genießt meinen vollsten Respekt. Die kostenfreie 3-Level große Demo solltet ihr euch unbedingt mal runterladen und auf irgendeinem Emulator anzocken. Ein Riesen-Manko, Zwinker, hat Dottie Flowers natürlich, es ist leider viel zu kurz. Aber bei einem Ein-Mann-Fan-Projekt durchaus nachvollziehbar und verständlich. Vielen Dank Goldlocke, wie er sich als Programmierer nennt, und checkt das aus. So, am Ende gibt es hier mal ein Bierchen, das trinke ich natürlich auf den guten Goldlocke Wanderer 5446 Matthias. Heute gibt es ein Kapuziner Weißbier Prösterchen. Also hat mich super gefreut, richtig geiles Teil. Also unabhängig davon, ob ihr es noch bekommt oder nicht, checkt das einfach mal aus, ladet euch die Demo runter. Guckt es an, es ist richtig geil geworden. Ich bin happy, dass ich es habe, weil ich hätte es auch so gar nicht mitgekriegt. Also selbst, ich habe von dem Release vorher nichts gehört. Also ich bin jetzt auch nicht auf jeder Seite unterwegs und kriege alles mit. Von daher kam aus dem Nichts, richtig geiles Game jetzt im Schrank. Und es ist auch richtig gut und das erzähle ich nicht nur, weil ich es umsonst gekriegt habe. Es ist ein geiles Game, checkt das aus. In diesem Sinne, reingehauen. Hell Needham. Alles klar? Sollen wir was sagen oder was? Der Herr muss hier natürlich auch wieder mittendrin. Geht es noch? Geht es noch? Sag mal, Kollege, ey, das ist doch nicht normal. So ist das mit einem Opa. Opa!